Willkommen zurück zu einer neuen luftigen Folge It Takes Two und meiner Unterwäsche. Quantum ist auch dabei. Ja, hallo. Wolltest du mal erwähnt haben, er ist da auch irgendwie involviert. Schießen, Quantum, schießen und bewerten, Community, bewerten. Links, rechts, rechts, links. Du sagtest, meine Unterwäsche wäre Schmutz. Na, wer rettet uns jetzt meine Unterwäsche? Der Schmutz ist ja trotzdem. Oh, Moment. Oh, wow, 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 wow. Mein Glücksschlüpfer. Mein Schlüpfer hat einfach diese einzigartige Aerodynamik, die wir hierfür brauchen. Oh nein, nein, na, was? Augenmaß würde nein sagen. Oh nein, Chip und Chap! Unterhosen explodieren! Was ist das da vorne? Das weiß ich nicht, ich schau nach hinten. Schieß, schieß! Auf was denn? Keine Ahnung, diese Dinger da! Moment, ich muss mich mal wieder umdrehen hier anscheinend. Ich dachte, das wäre. Da kommt noch was von hinten. Muss vorne ran, hinten ran. Wow, 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 hier durch. Nice one, man. Der Charakter hier lobt mich. Moment. Vorne, 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 vorne. We got more trouble ahead. Viel vorne, sehr viel vorne. What the fuck is this? Ballen, die schießen mit Ballen. Right. Ja, das ist jetzt in einer Uhr. Welcher Weg ist der beste? Oh, keine Ahnung. Was war das denn schon wieder? Einfach so explodiert. Gefällt dir dieses Loch nicht, oder? Nee, ich bin eher so fürs untere Mittelloch. Luke 2. Nach unten, nach unten, nach unten. Unten habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Das Spiel hat ja wirklich alles, ne? Also jedes Gameplay-Element, das jemals erfunden wurde, wurde hier verbaut. Ja. Bin mal gespannt, ob noch eine Schleichmission kommt. Ja. Ja, nee, komm, hab ich gesehen. Ja, wo denn? Trailer. Trailer? Seit wann guckst du Trailer? Das ist eine Lüge. Teaser, irgendwas. Es ist alles im Game, es gibt alles. Oh, fuck. Vorne, 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 vorne. Oh, es war knapp. Das. Berechnung. Aber eine sehr, sehr. Nun. Ungenaue Berechnung. Berechnung ist Berechnung, wenn du durch bist. Jetzt, wir gehen nach Hause. Oh nein, der Rambo. Der ist aber ganz schön verbissen. Can't wait to smash your wooden face. And I can't wait to kick your furry ass. What? Mortal Kombat, fight! Es gibt sogar so einen Abschnitt. Ich sage, die haben alles eingebaut, was geht. Oh mein Gott. Hadouken. Yoda Flame. Oh, come on. Machen Hadouken. Uppercut. Machen Uppercut. Was ist denn hier? Der hat einen super Finisher. Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Nein. Oh, jetzt kommt hier noch ein Fatality. Reißt dich in zwei Hälften. Und schlägt mich mit deinen Hälften tot. Kämpf stärker. Okay, Moment. Mach doch mal einen Uppercut. Die sind immer gut. Ja, wie geht ein Uppercut? Ja, hier gibt's keinen Uppercut. Nach oben schlagen. Mach einen Feuerball. Das gibt's ja hier nicht. Ich hätte ich den ausweichen sollen. Jetzt macht er den Blanker. Oh, ich kann nicht ausweichen. KO!
Ja, das erste Mal bin ich nur gestorben, um zu zeigen, wie das dann aussieht. Na ja, klar, natürlich. Siehst du liebst mich. Oh, that was close. You're welcome. Yeah, thanks, May. Hey, May, that fight, that was epic. Yeah, thanks, Cody. Yeah, well, you know, out to Rose's room. Yep, hang on. Machen wir das richtig, ja, ne? Ja, glaub schon. So, jetzt stinkt ja. Also unser Grundstück ist schon wirklich sehr abenteuerlich. Ja, wenn man so klein ist, ist alles abenteuerlich, ja? Well, they shouldn't have stolen from us in the first place. I'll never look at a squirrel the same way again. Deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Der war auch süß. Das war halt noch echte Unterhaltung. Hey! Oh, oh! Ah, an der Seite! Da waren wir. Gerade, Mitte, so ein bisschen. Jetzt rüber. Ich bin noch ganz links. Hang on! Hey! There's the shed! Oh, and our house! Aim for Rose's room! The window's open! Yoohoo! Here we go! Ja. Hey! Rüber! Oh. Zu krass eingeschlagen. Okay, Vorsicht jetzt. Also, rechts. Bisschen rüber nur. Ah, so. Ganz rüber. Und dann direkt gegenlenken ein bisschen. Bleib hier auf der Seite und jetzt rüber gehen. Wir müssen nach unten durch. Mittig. Leicht mittig. Wow. Das ist unter Kontrolle, ja. Unterwäsche segeln hast du nicht so gut drauf. Oh, jetzt kommt wieder irgendwas Herzzerreißendes. Mommy. Look who I found, Moon Baboon. Remember him? Do you have that headache again? Okay. I won't bother you. But when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. And all the other space toys you got for me. We haven't played with them in a long time. Oh, and I talked to Dad. I think he wants you two to become friends again. Just wanted you to know. Ich muss sagen, Kopfschmerzen und Todstellen ist deine Ausrede für alles. Im Schlafzimmer, beim Kind, bei der Arbeit. Na ja, das ist ja dein Fetisch, komischerweise. Comedian, you know that? Oh, thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No. I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Yeah. Are you really ready to talk to Rose? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. What?
You see? I don't think you are ready! Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we gonna let him? No! Wait! What if we can't make Rose cry? We have to, or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Yeah, I know. Look, we'll figure something out, okay? We really need those tears. And the bigger, the better. Okay. Irgendein Perverser beobachtet uns. Ja. Ich hab gedacht, ja. Traumfänger. Yeah, it's a pillow fort. Rose and I made it. Aber so aufwendig, ich meine, wie viele Kissen haben die? Ja, das ist ein bisschen übertrieben, ja, denke ich auch gerade. Was ist das denn? In Mommy Space. Wirf Granaten auf Cody. Wirf Granaten auf May. Hm. Was ist das wieder schon für eine bösartige Sache? Hä, was soll man da? Ach, man kann fahren. Da muss ich das verstehen, was hier abgeht? Ich blick gerade null durch. Kann man das irgendwie umlenken? Hab ich gewonnen? Ich hab... ja. Ah, okay. Das wusste ich natürlich. Das war jetzt Taktik. Ich hab das gerade sehr taktisch für mich entschieden, dieses... Ja, ich verstehe. Dieses Beziehungsduell. Was ist denn das hier? Oh, I love stars. So, das finde ich eigentlich ganz cool. Hattest du eine Lavalampe? Ich glaube, hatte ich mal, ja. Ich hatte eine als Kind. Aber nicht so eine coole, die Würfelchen machen konnte. Das hatte ich nicht. Das schreit doch nach einem Minecraft-Let's Play. Ah. So, Top-Burg hier, hallo? Wow. Maybe flashlight on is better. Na, denke ich auch. Sonst kriegt Quantum wieder Angst und, na. Müssen Rücksicht nehmen auf seine zärtlichen Gefühle. Ja, das ist. Oh, schau mal hier. So. What are these? Kennst du die beiden noch? I gave them to Rose. Nee. Ja, komm schon. Ach so, das sind die. Ach so. Den linken habe ich erkannt. Meinen Link hier. Smooth, Leo. Very smooth. Are you being funny now? I'm not jumping out of a plane. Das ist eigentlich voll cool. Hey Vincent, you think you're gonna get away with what you did to me? Come on, Leo. You're still pissed about that? Just drop it already. Are you crazy? I'll never drop it. You just wait and see. Oh yeah. What are you gonna do? I'm gonna kick your ass. You ain't doing shit. You're a doll, Leo. God damn it! And as smart as always, I see. Ich mochte Leo viel mehr. Der war so ein Arsch, der andere hier. Wen mochtest du? Hm. Kann mich nicht mehr an Spiel erinnern. Um was ging's eigentlich nochmal? Natürlich, aber. War nur ein Spiel, war nur. Klicks. Du bist so ein gehässiger Mensch. Guck mal hier. Astronautensimulation. Der ist schon wieder weg, der Bursche. Ja. Weißt du, das meine ich. Dann fragen, warum andere gehässig zu ihm sind. Rose is on the other side. Egoist, da ist einfach jemand hier hinten. Yeah, it is. By some kind of force. Well, look, a video game. Maybe they're connected. Enter password. Oh, wordplay. Ja. Lovely. Overdrive. Ah, it's got something to do with hacking. Override. Was machst du denn? Mach doch da drüben. Ja, was ich gemacht habe. So. Andere Seite. Ja, dazwischen. Ich dachte, da muss ich was in der Mitte reintun. Wir müssen uns, glaube ich, treffen. So. Oder? Liebe machen. Making. Warte. Ja, making love. Kann ich da was drehen noch? Kann man das drehen? Ah, das wollen wir dann nur die Taste loslassen. Okay. Sollen wir dieses Ding da in der Mitte formen, oder was? Kann man das irgendwie drehen? Nee, es war los, hä?
Also ich kann meins drehen. Nicht drehen. Nee. Ah, warte. Moment. Nee. Doch. Nee. Was? Naja, die Kumpel, die überlappen ja so ein bisschen. Das müsste ja dann so... Aber das geht ja trotzdem irgendwie nicht. Das müsste man drehen können. Dann könnte man das in der Mitte machen. Was? Ja, aber wir können es nicht drehen. Ich lass schon wieder los. Ja, ich weiß es nicht. Also, bei mir ist keine Drehtaste. Nee. Ich kann nur loslassen. Das ist jetzt unangenehm. Ich drücke jede Taste, die auf dem Controller ist, auf die Pfeile und es geht nichts bei mir. Das sieht schön aus. Ja. Und jetzt kommst du zu mir rüber. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hoch, oder was? Auf mir drauf. Guck mal, wenn wir da sind... Nee, es ergibt keinen Sinn. Ah! Moment, da hat sich was getan. Ach so. Oh mein Gott. Ich hab mich... I thought hacking would be way more complicated than this. It's just a game, Cody. Wir sind Profi-Hacker aus Russland. Dein hat ein bisschen Herpes auf der Seite. Drücken! Was? Ihr drückt doch! Ich drücke! Oh shit! Too slow! Ich drück! Whoa, what's happening? I don't know, but I don't like it! Where are we? How do you know my name, traitor? Because I bought you in the Space Museum. Liar! Rose handpicked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry! We really need those tears. The bigger, the better. What evil planet are you from? No. There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single teardrop from Rose! You'll be stuck here forever! Forever? Did he just say forever? Oh my God, I'm having a panic attack. What should we do? In space, no one can hear you scream. Oh, for goodness sake, Cody. Don't be stupid. We're not in space. What? Just where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times. I just need to find them. Oh, here they are. Ah. Hey, Cody, try this on. Oh, snug. Wow. It works! Well, what are you doing? Oh! Cosmic inflation. The inflation theory behind the Big Bang. Just stop it! Just turn it off! Well, amazing! Nate, just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. And... space boots. Defying the laws of gravity. How comes you get all the cool gadgets? Because I'm cooler than you, Cody. Exakt. Ne. Wer mehr Abos hat, ist cooler, heißt das. Next time, can you not buy Rose crazy space monkey, please? Oh, wow. Was the one who picked him out. Yeah, and you paid for him. I was just protective. Like you would be if someone threatened to hurt Rose. Yeah, ich finde meins eigentlich cooler, wenn ich ehrlich bin. Rose. Du musst es ihnen auch genug einreden. Ich weiß gar nicht genau, wo ich... Wo ich ja gerade... Jetzt machen wir irgendwas Sinnvolles. Hier ist ein großer Button bei mir. Da muss ich wahrscheinlich drauf. Ist großer. Oder so. I don't know. Au.
What? Du kannst da oben irgendwie ran. Guck mal, da ist so ein Griff. Hier. Ach so, da oben ist ein... Aber wie kommst du denn da hin? Ach, hier geht's runter. Ah! Okay, Moment. Hier oben rauf. Ich muss das hier umdrehen. Hochwerf? Moment, na, warte mal kurz. Ich muss ja das Ding umdrehen mit meinen Fähigkeiten. Und jetzt kann ich ran. Das kann ich winzig klein sein und kann da. Es dauert ein bisschen. Please don't drop it. Yeah, yeah. Ich finde, zu klein sein ist noch cooler. Warte mal, jetzt drehe ich das wieder um, oder? Ich glaube, die Fähigkeit ist zu cool für dich. Ja, ja, du musstest dir nur einrennen, wie gesagt. Das ist schon okay. Aber hier, bam! Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Hast du gar nicht? Ja, sicher! Du hast gesagt, ich muss so... Ne. Was redest du? Du hast nie gesagt, guck mal, ein roter Knopf, spring da mal groß drauf. Hier, in der Rakete. Ist ja richtig abgedreht jetzt. Warte. Jetzt ist doch mal hier ein bisschen. Feintuning, so, jetzt. What the hell? Looks like some kind of force field. Let's ride it. But we don't know where it goes. Warte mal, vielleicht gibt's hier drüben noch irgendwas Witziges. Wie noch eine Rakete. Putz. Ich schwebe hier, aber Hilfe. Zack. Ich kümmere mich halt um wichtige Dinge. Hoch und runter. Ich kümmere mich um Raketenforschung. Nicht runter. Geh einfach groß rein. Oh, es geht nicht. Zero G. Amazing. Wee. Oh, warte, hier war, glaube ich... Ja. Oh, was ist das hier alles? Irgendwelche Portale. Ignore him. Look at those portals. I think we can use them. So long, big brother. Ja, was machen wir denn damit? Reingehen. Ich bin jetzt einfach irgendwo rein. Ich bin überhaupt nicht verwirrt. Das war wahrscheinlich keine sonderlich kluge Idee. Oh mein Gott. Now that was one hell of a ride. Uh-oh. Ja, da wollen wir jetzt irgendwie draufspringen, oder wie? Kann ich da überhaupt drauf? Okay, jetzt rollen wir zu... Na. Ah. Ich will runter. Okay. Was sind das, Donuts? Was kann man damit machen? Und auf das andere aufspringen hier. Oh, okay. Warte. Und jetzt rollen wir das. Ah, ne, wir müssen da das oben ist aber ein Schalter irgendwas. Ja, ich muss dich da wahrscheinlich rüberrollen. Ready? Yes. Ich meine, du hast die coolen Moon Boots. Ach, come on. Schlecht. Oh. Ich wurde überrollt. Nice. Och, jetzt kann ich da wieder zurückrollen. Jetzt mach halt. Gott, meine Güte. Boah, ey, Gott sei Dank müssen wir nicht fliegen. Boah, was soll denn das heißen? Boah, du kommst ja nicht mal auf so einen Ball. Ja, bis du da bist. Spring halt mal vernünftig darüber. Deswegen können wir gemeinsam nicht unsere Tochter sehen. Ich hab eine 3D-Schwäche, das ist vom Arzt bestätigt. Ey, deine Ausreden mal. Ich hab eine 3D-Schwäche, ich bin Narkoleptiker. Weißt du, das langsam wird's... Ich hab Bestätigungen hier. Das PDF-Format schicken. Das ist irgendein Internetdoktor aus Thailand. Das ist keine Bestätigung. Dollar hat eine Internetseite. Dr. Dollar? Wer was? Das heißt doch kein seriöser Arzt. Ich hab mal einen Test von Dr. Dollar. Außerdem ist mir neu, dass Ärzte auch Crack verkaufen dürfen. Das ist wie Marihuana. Für Medizin, hat er gesagt. Was schiebe ich denn hier rüber? Wohin? Hier ist wieder eine... Hier fällt wieder eine Batterie. Hol mich doch hoch. Du schiebst es ganz runter, dann kann ich da drauf springen. Wo runter? Na, ganz runter, noch weiter runter. Guck hier, das schiebt mich gleich hoch. Das ist voll verwirrend gerade. Ah, jetzt. Schieb mich hoch.
Wo hoch? Naja, ganz zum Roboter. Nix. Ja, jetzt darüber ziehen. Wieder hoch. Ja, höher geht's. Moment, mir wird gerade schlecht. Ich bin verwirrt. Okay, geh doch rein in den Roboter. Okay. Muss jetzt unten an den Hebel. Ja, deine Batterie musst du wieder schieben, ja. Ja. Jetzt. Und schon haben wir es gelöst. Sternchen. Badabums, gespeichert. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.